Willkommen bei der sozialen fachlichen Betreuung. Heute geht es um das Thema Gefühle. Kinder und Jugendliche baden oft im Wechselbad der Gefühle. Durch die Pubertät, also vom Baby zum Kindesalter, dann müssen sie erstmal schauen, was können sie überhaupt und was sie alles lernen möchten. Dann geht es vom Kindesalter in die Vorpubertät. Das bedeutet dann zum Beispiel Schule, wo die ersten Schritte für die Schule gemacht werden, also für die große Schule, nicht für die kleine Grundschule. Und dann geht es in die richtige Pubertät. Da erlebt der Körper ein Wechselbad der Gefühle. Neue Verknüpfungen werden erstellt. Damit muss der Körper erstmal zurechtkommen. Daher nennt man das Pubertät, weil es ist einmal ein heilloses Durcheinander im Körper. Wir Erwachsenen müssen das natürlich, je nachdem, ob wir jetzt nun die Eltern sind, Lehrer, Erzieher, Betreuer, müssen da schauen, wo man da merkt, dass es gut läuft und wo man merkt, wo es schlecht läuft. Und wo es schlecht läuft, sollte man drüber reden, sprechen. Dann kann man dann auch erklären, warum, wieso, was nicht gut ist und warum, wieso, was gut ist. Und somit kann man Stärken und Schwächen in die Gefühle mit zum Beispiel reinnehmen und zum Beispiel Schwächen zu Stärken machen. Und die Gefühle spielen damit ihren eigenen Kreis mit rein. Ja, das ist so ein Thema Gefühle bei Kindern und Jugendlichen. Beispiele dafür sind zum Beispiel Glück, Trauer, wenn jemand stirbt, oder Liebeskummer, wenn die erste Liebe vorbei ist. Angst, Hass, wenn man eine schlechte Note hat, Fröhlichkeit, langweilig, ist ja ziemlich oft, dass jemand langweilig ist, man hat Spaß an etwas oder etwas nervt einen, es stresst und man ist betrübt. Beim Betrübten muss man aufpassen, dass es nicht so lange anhält, da sollte man als Erwachsener die Augen aufhalten, weil daraus können noch andere Symptome entstehen. Ja, das liegt dann aber in der Hand der Fachkräfte, denn die Kinder und Jugendlichen müssen das ja noch lernen und brauchen dabei Hilfe. Das war es zum Thema Gefühle. Einen wunderschönen guten Tag noch.